Hallo Leute, heute mal wieder was ganz Tolles. Ihr werdet die Figuren bestimmt erkennen. Das sind Playmobil-Figuren. Das ist ein Giveaway, das haben wir uns für unsere Bestellung mit dazugelegt. Finde ich fantastisch. Da sind nämlich ganz tolle Sachen drin. Welche werdet ihr nachher erfahren? Wir werden erstmal hier unseren, darf man das überhaupt sagen, Indianer? Ja, klar. Gut, wir sagen nicht Indianer, weil irgendwelche Leute könnten sich daran stören. Das ist eine Spielfigur, die aussieht wie ein amerikanischer Ureinwohner. Ne? Dabei hat er gar keine Uhr. Naja, egal. So, dann wollen wir da mal aufschneiden. Gibt es da irgendwas Besonderes zu sagen, irgendwie, Mr. Terminator? Ja, wir haben ein bisschen was bei Playmobil bestellt, weil gute Angebote da waren und... Denen geht es im Moment schlecht. Missmanagement, irgendwas. Seit der Besitzer Brandstätter gestorben ist, ist da ein bisschen was im Busch. Und es ist schade, wenn das hier aus Deutschland verschwinden würde. Genau. Und wir haben den Häuptling gekauft für 3,49 Euro. Ja. Waren noch ein paar andere Sachen dabei. Der Vorteil dabei war, ich musste durch den Häuptling dann keine 5,99 Euro Versandkosten bezahlen. Ich gucke mal, wenn also versandkostenfreie Zonen sind, wo man nah dran sind, auf das rote Teil. Auf das rote Teil. Da muss ich mal die Brille abnehmen, damit ich auch ein rotes Teil sehe. Also, das kommt dann hier so drauf, ne? Denke ich mal. Geh da drüber. Gehen wir mal rüber, gehen wir mal rüber, gehen wir mal rüber. Boah, drauf. Ist ja hart. Da haben wir dann so ein Löchle, da muss das rein. Vielleicht, eventuell. Mal schauen. Und jetzt, und das sollen Kinder machen? Ja. Oh, ja, ist klar. Ja, mich auch zweimal. Na komm, geh jetzt da rüber. Ich bin doch schon hier drüben. Aha. Was ein Drecksteil. Oh Gott, hat er geschafft. Also es ist nicht sehr einfach, das hier da drüber zu machen. So, jetzt kriegst du deinen Kopfputz. Deinen Putzkopf. So. Und jetzt mal so richtig ureinwohnerisch sprechen, ja? So, was machen wir draußen? Links- oder Rechtshändler? Mir egal. Ein Egalhändler. So, da hast du dein Büffelschild. Und du sollst auch eine Stange zum Wegjagen kriegen. So, hier, damit kannst du alles wegjagen, was nicht in deiner Nähe soll. Da steht sogar. Ohne dass ich die Stange als ja. Dritte Ding, so geil, super. Sieht auch gut aus. Ja, auf jeden Fall. Kopfputz macht was her. Der Putz auf dem Kopf. So, dann bitteschön, Herr Klemmi. Ja, ich darf mal umwerfen. Das mache ich mal ein bisschen runter, damit man es auch sieht. Auch die... Beinbedruckung ist wirklich gut. Ja. Der Kopfputz. Super. Das Schild ist eine wahre Wacht. Ja. Alles Drucke, keine Aufkleber. Ja. Sieht gut aus. Und hinten gibt es nichts? Von hinten weiße Daunen? Genau. Schon okay. Passt. Mir gefällt's. Sonst hätten wir es doch nicht gekauft. Genau. So, dann stell noch mal hier werbewirksam irgendwo hin. Gleich rein in die Mitte. Ja, ja. So. Dann wollen wir mal schauen, was hier so Giveaway gibt. Ne? Genau. Das gab's. Können wir im Shop auswählen, entweder für Mädchen oder für Jungen. Wir haben es genommen für Jungen. So, also, hergestellt wird das Ganze, so wie es hier drin steht, in Malta.
Und hergestellt worden ist am 3.10.23. Steht immer drauf, wann, wo und warum. Finde ich sehr transparent. Ja, auf jeden Fall. In vielen Sprachen. Auch die Anzahl für die Kinder ist angegeben. Finde ich cool. Und unter 3 Jahren sollte man es nicht, an Kinder geben. So, was haben wir hier Feines? Die Anleitung. Eine Anleitung, wie man die Figur zusammen macht. Was ist das? Also ich habe das nicht durchgeschnitten. Doch, kann auch passieren. Kann auch bei der Produktion passieren, dass man das irgendwie. Nee, das ist gut geklemmt. Nochmal ein Herkunftsnachweis, Okay. wo es her ist. Importiert für United Kingdom. Ja, die brauchen spezielles Zertifikat für die Dinger. Ja. Cool. Für UK und Kanada. Könntest du das andere auch mal bitte aufnoppen? Aufnoppen. Ist ja ein Ja. Menü. Noppi, walte deines Amtes. Genau. Wenn du schon hier bist, dann kannst du auch was tun. Ich sehe einen Motorradhelm, ich sehe einen Beckenknochen. Scheinen wohl zwei Figuren zu sein. Sieht so aus. Ein Kopf sehe ich. Nummer 1, der gehört hier wahrscheinlich dazu. Und da haben wir hier noch ein Joppeltje. So, 3 Figuren sind Aber nur ein Kopf. es. Das ist ein bisschen schwach, ne? Ja, das ist halt so ein Ein Reste-Ding Kopf. wahrscheinlich. Ja, macht ja nichts. Ich freue mich drüber. Nicht nur du. Für Nothing. So. Und ein nackiger Arm. Und auch ein nackiger Arm. Ja, das ist schon eine Vermutung. Also einen kriegen wir auf jeden Fall zusammen, so wie es aussieht. Müsste er hier sein? Das ist besonders praktisch, wenn man selber noch irgendwelche Pinsel. Köpfe hat. Ja, Pinsel Das für soll den ein Maler. Pinsel sein. Ja. Hölzje. So, dann haben wir hier 2 Kappe. Und dann wollen wir mal, ne? So. Von Nehmen den. wir den Maler, ne? Weil Ich würde gerne den hier nehmen. Der passt gut zum Thema. ja, passt gut zum Thema. Sowas aber auch. So, welches Oberteil nehmen wir? Das hier. Ja. So, welche Ärmchen nehmen wir? Die zwei, die hier, die zwei. Die 2. Ah ja, ich sehe schon. Das Ärmchen kommt da rein. Und das Ärmchen da rein. Und dann wird es runtergedrückt. So wie ich das mitkriege. Die müssen dann nämlich. Ja, Ah, die rasten dann schön ein. ja, so sieht es nämlich mal aus. So, und jetzt nehmen wir dieses Köpfchen, Erst kommt noch was anderes. ne? Ah, was ist denn das hier, ne? Ja. Denke ich mal, ja. So, ne? Erst die Haare, glaube ich. Das Schwarze. King Louis, der Sockenhalter. Das finde ich ja das Schöne, dass sie erst Haare haben und dann die Mütze aufsetzen. Tolles System. So, und jetzt den Knochen in die Hand. Den? Ja.
Ist ein Arm oder ein Bein oder sowas. Ein Oberschenkelknochen, ja. Mal sehen, wie der Vitor haut. Dann stell doch mal nach. Ja. Augenblick, ich mach größer. So, passend zum Indianer. Wäre das ein super Schamane. Ein Schüttelmane. Das haben wir jetzt aus dem Set rausgekriegt. Ja. Die Figur war im Prinzip komplett. Ja. Den Knochen hat er gefunden. Nehmen wir mal an. Nehmen wir mal an. Die anderen scheinen noch die Beine zu haben. Da fehlen allerdings die Köpfe. Also, von denen ist der Knochen nicht. Finde ich cool. Sieht gut aus, der Druck. Auch hinten mit der Wolfsmütze da, oder Bärenmütze. Ich finde es geil. Als umsonst? Coole Sache. Die passen doch. Ja, das ist das Set zum lustigen Schaman. So, dann haben wir hier noch einen Kelch. Ja, ein Siegerpokal, denke ich mal, dass das ist. Ja, der von den beiden hat keiner gewonnen. So, dann haben wir hier noch einen Helm. Und das scheint hier so irgendwie zusammenzugehören, wegen der bunten Geschichte. Genau, der Pinsel gehört zu dem Set. Ja, der Pinsel gehört da dazu, da fehlt dann eben halt der Kopf und das, die Lunge. Der hat die Kappe garantiert auf. Mhm. Und der hat den Helm auf. Ja, das gehört dann hier. Das Joppelchen um. Und irgendeiner hat das Joppelchen. Genau. Das lassen wir mal im Prinzip bis weg. Auf Kopf und Haare sind es drei ja, und komplette die Innenkörper fehlen noch, ne? Stimmt. Macht ja nichts. Ich find's klasse. Ist man variabel mit seinen Figuren, kann sie auseinander machen. Neue Schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass wir auch ab und zu mal Playmobil machen. Ja. Denn viele haben uns geschrieben. Ach, ihr habt mal Playmobil gemacht. Könnt ihr nicht wieder mal was machen mit Playmobil? Ja, machen wir. Nur wir kaufen keine großen Sets. Weil wir kaufen lieber Sets von Klemmbaustein. Ja. Ja, neuerdings die, wo es auch alles so ziemlich erlaubt ist. Kann uns im Grunde egal sein, weil wir die Sets nicht verkaufen. So sieht es nämlich mal aus. Und wenn wir sie kaufen, dann von renommierten Lieferanten oder Herstellern. Und dann passt das. Wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass wir eben halt auch Playmobil machen. Wird uns interessieren. Ja. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Und wir verabschieden uns mit. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschöne. Tschüss.